Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und wie ihr schon an der Panzerauswahl seht, will ich euch mal wieder den MBT-70 zeigen, aber nicht in seiner normalen, profanen Darstellung, sondern in dieser wunderschönen Ausführung, in der Söldnerausführung nämlich. Und ihr seht hier drüben, da ist er ja noch fast bieder und langweilig, aber wenn wir hier auf die rechte Flanke kommen, da sehen wir diesen wunderschönen Totenkopf, der dem Panzern so unglaublich gut steht. Ich weiß nicht warum, aber dieses Söldner-Design ist wirklich genial, gut gelungen. Ja, der MPT-70 ist ein Tier 6 Kampfpanzer. Ich habe ihn ja schon einmal gezeigt, aber ich zeige ihn euch nochmal, weil das Besondere an diesem Panzer, dass er eine Entwicklung von den USA und Deutschland zusammen war, und das lesen wir doch hier in der Chronik einfach nochmal nach. Dieser Kampfpanzer wurde als Joint-Venture-Projekt zwischen den USA und Deutschland entwickelt, um ein mit den T-54 und T-55-Panzern vergleichbares Modell zu kreieren. Das in den 60er Jahren entwickelte Fahrzeug wurde mit fortschrittlicher Technologie und einem extrem niedrigen Profil ausgestattet. Obwohl das Fahrzeug nicht die Serienreife erreichte, wird es als Urahne des Leopard 2 und des M1 Abrams angesehen. Ja, das sind zwei sehr geniale Panzer, und davon der Urahne zu sein, ich glaube, das ist sehr, sehr schön. Der Alpha-Schaden mit 478 super gut, 381 mm Durchschlag auch absolut akzeptabel. Allerdings der anhaltende Schaden, seht ihr, der ist sehr gering mit 2258. Und das ist sozusagen auch das Problem, keine Shootouts liefern, also wirklich Hide and Seek und nicht irgendwie meinen, man liefert sich jetzt mit jemand ein Gefecht mit offener Flanke. Das wird in der Regel mit dem Tode bestraft, wie ich selber auch schon schmerzlich feststellen musste. Die Trefferpunkte 1735, die waren hier vorne 252 dick, 75 auf der Seite und 45 hinten. Ihr seht die Endgeschwindigkeit 68,4 km/h. An sich ein schön zu spielender Kampfpanzer, und wie schön kann ich euch hoffentlich nun im Spiel präsentieren. Ja, die Karte Hafensturm hat uns erwischt. Tier 6 sind wir hier, Top-Tier. Es gibt auch noch 5er. Und es gibt zwei Artis. Ja, die Artis, die müssen wir natürlich fürchten, aber ansonsten sollten wir uns doch hier ganz gut und wacker schlagen. Ich muss ja selber sagen, ich mag die Karte sehr, sehr gern. War auch eine der ersten Karten, die ich überhaupt bei Armored Warfare entdeckt und gespielt habe. Und dadurch ist es natürlich noch ein bisschen, ja, besonderer, kann man schon sagen. Ach, 8 Sekunden, dann können wir ja auch direkt losstarten. So, wir machen schon mal den Limiter rein und los geht's. 12,7 Sekunden Nachladezeit, wie ihr seht. Rauch haben wir auch am Start. Das war doch nicht ich. Was ein Timing. Und ja, mit der Nachladezeit, wie gesagt, nicht direkt frontal die Gegner die ganze Zeit beschießen, sondern eben rausfahren, einen geben und wieder zurückfahren. Da macht der Spaß, da macht der Laune. Aber wenn ihr meint, da ist so, was weiß ich, ein Leo oder sonst was oder ein VFM, da habt ihr schon echt Probleme. So, da hinten ploppen schon die ersten auf. Ich fahre hier mal an die Seite. Vielleicht finde ich da irgendwo einen Gegner. Okay, der Leo da vorne, wenn der da so vorfährt, dann ziehe ich da natürlich direkt nach. Will mich ja nicht als Feigling betiteln lassen. So, Mikro ein bisschen runtergerichtet. Der Leo, der ist da vorne, aber direkt mutig. Ich bin erspäht. Mich würde nur interessieren, von wem oder von wo. Naja, scheinbar hier dann dementsprechend. Ich selber finde da jetzt leider nichts. Oh, da kam die Arti. So, auf den komme ich nicht. Aber scheinbar ist es hier auch sehr, sehr ruhig. Wie man ja sieht, auch da vorne. Oh, da ist doch was. Jep. Getroffen.
Ah ja, und natürlich wurde ich gleich zurückgetroffen. Naja, ihr seht, hier kommt gerade alles durch. So, ich muss hier unbedingt weg. Das ist ja hier die Todeszone ja schon fast. So, da konnte ich aber hier da noch einen schönen Hit landen. Bin ja mal gespannt, wann die Arti sich wieder für mich interessiert. So, ich bin noch offen. Oh ja, der war gut. Der war schön getroffen. Richtig satt. Da hinten, der ist bei der Arti. Oh, 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 oh. Da ist eine Rakete gekommen. Ja, Gott sei Dank habe ich mich da so ein bisschen noch bewegt. Ja, ich bin hier echt offen. Also das ist nicht so ganz leicht. Da kommt schon die nächste Rakete wieder reingeflogen. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich gut angedrömelt. Jetzt würde ich hier gern noch wegkommen. Schau mal, ob ich da noch so ein bisschen zurückziehen kann. Erstmal bleibe ich hier stehen. Erstmal warten, bis ich wieder zu bin. Das ist jetzt... Komm schon, jetzt bin ich zu. Jetzt versuche ich mal noch wegzukommen. Und von hinten noch so ein bisschen reinzuhalten. So, den Fahrer mal wieder dargestellt und zurückgebracht. Und jetzt, wie gesagt, von hier hinten da nochmal so ein bisschen wirken. Ja, bisher haben sie mich echt gut durchschlagen, die Jungs. Das muss ich ihnen einfach mal lassen. Ein Hit und ich bin auch direkt weg. Deswegen hoffe ich, dass sie mich jetzt einfach mal nicht hitten. Schade, schade, dass der da nicht vorkommt. Aber 11-8 steht's. Das ist ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Naja, es ändert sich oder es verändert sich zu unseren Gunsten, ganz klar. So, jetzt sind da drüben ja noch Gegner gewesen, also hier die Nullerlinie. Und die sieht man da ganz gut. Jetzt wäre mir natürlich mein Wunsch, da seitlich auf die drauf zu kommen. Die da so ein bisschen zu überrumpeln mit dieser Aktion. Da habe ich den gut getroffen. Der ist jetzt auch down. So, der ist weg. 9-4 steht's. Also es schaut sehr, sehr gut aus. Und jetzt fahren wir da mal auf den da drauf. Der Panzer quietscht wie Hölle. So, jetzt ist er... Jetzt bin ich offen und er war offen. So, der haut jetzt aber mal sowas von rapide ab. So, der ist weg. Ach, Querschläger. Dein Ernst? Oh, eigene Arti trifft. Der ist scheinbar AFK. Ja, damit kann ich gut leben. Nein! Ach Gott, da leechen sie in mir. Aber gut, es gab wenigstens XP dafür. 63 HP. Ja, jetzt ist er wirklich im Arsch, der Panzer. Das Geräusch ist so ekelhaft. Ja, daneben. Modul zerstört. Kann doch alles nicht wahr sein.
Nein! So knapp, so knapp. Gibt's doch. Also sowas Knappes. Wahnsinn. Aber, naja. Da hat natürlich die eigene Art, die mir auch ein paar HP gekostet. Vielleicht hätte ich es damit überlebt, aber wahrscheinlich auch nicht. Trotzdem, am Schluss noch eine engere Runde als erwartet. Lief aber sehr gut, obwohl ich unglaublich viel gefressen habe. Schauen wir doch mal die Endauswertung an. Dank SSD auch hier alles etwas schneller am Laden als in der Vergangenheit. So, 2394 Schaden gemacht, dann 2233 Schaden unterstützt. 7 Assists hatte ich. Meine Performance seht ihr hier. Und die Unterstützung. Spähschaden natürlich unglaublich viel am Leo 2. Ja, klar, da war ich dahinter gestanden. Deswegen folgerichtig auf Platz 2 von den XP. Im Schaden nur auf Platz 3, aber damit kann ich gut leben, die Details wie hier. Und es gab 243.000 raus und das ist ja für einen Panzer, der Credits bringen soll, sehr wichtig, das Einkommen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war doch eine sehr erfolgreiche Runde. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.